Käse hier und Scheiß hier. Alle meine Käse schwimmen in den Mund. Guck mal, was ich kann hier. Ich ist von der... Oh. Family Stories, hilf mir, jung, pleite, verzweifelt, Berlin Tag und Nacht, Love Island, Temptation Island. So heißen sie, die absoluten Hochkaräter der, ja, was soll ich sagen, weltweit renommierten Edelfilmproduktionshäuser RTL, RTL 2, Sat1 und Co., die uns wirklich tagtäglich mit der Crème de la Crème des Reality-TVs versorgen. Sorry, mir würde mal übel, wenn ich diese Emmy-würdigen Formate runterbete. Okay. Aber okay, ich weiß, dass einige von euch sicherlich Gefallen an diesen Formaten haben. Denn ja, was soll ich sagen, anders lassen sich diese teils absurd hohen Viewzahlen gar nicht erklären. Ich meine, 11 Millionen Aufrufe für eine Folge von Hilf mir? Hilf mir, würde ich sagen. Insofern will ich mich mal zusammenreißen und meinen Mageninhalt bei mir behalten. Auch wenn mir diese Zahlen wirklich Bauchschmerzen bereiten, und zwar der Extragüte. Was hast du denn da gemacht? Aber fragt ihr euch denn gar nicht, warum die Viewzahlen so hoch sind? Was genau gefällt uns denn an solchen Formaten so dermaßen, dass es millionenfach konsumiert wird? Und was macht Reality-TV, oder eigentlich ist es ja Trash-TV, mit uns? Geht es wirklich spurlos an uns vorbei, wenn wir uns wieder einmal anschauen, wie jemand seine Freundin mästet? Oder ein 35-jähriger erwachsener Mann glaubt, er sei ein 6-jähriges Kind? Zeit aufzustehen, Püppi. Ich hab dir was Schönes mitgebracht, Püppi. Deine Erdbeermilch. Schau mal, was ich für dich hab. Meine Erdbeermilch. Erdbeermilch, danke, Mami, danke. Ach so, und ja, dieser Ausschnitt, den ihr da eben gesehen habt, der lief wirklich so im Fernsehen. Kein Joke. Ich denke, es wird Zeit, dass wir uns mal über Reality-TV unterhalten. Was viele heutzutage gar nicht mehr so wirklich im Hinterkopf haben, ist, dass Reality-TV, so wie wir es heute kennen, eigentlich mal ganz anders war und nicht so, wie es heute ausgestrahlt wird. Angefangen hat es recht harmlos und ja tatsächlich real, muss man sagen, mit Sendungen wie An American Family. Um das Jahr 1973 herum wurde diese das erste Mal ausgestrahlt und sie gilt auch heute immer noch als, ja, das erste Reality-TV-Format der Welt. Dort wurde eine echte Familie durch den Prozess ihrer Scheidung begleitet. Gespräche sahen dann relativ normal aus. Ja, fast schon wie in einer regulären Familie, wie wir hier auch gleich sehen werden. Ich sage aber direkt vorweg, bitte entschuldigt die schlechte Qualität. Die Serie ist mittlerweile 50 Jahre alt und entsprechend, ja, ist die Qualität des Videomaterials. And you, what are your plans? I just want to know, just, you know, out of idle curiosity. Well, I really can't think of anything to say about that. Ja, eigentlich recht geschillt, würde ich sagen. 50 Jahre später sehen Konversationen Reality-TV-Sendungen, die gerne auch einmal geskriptet sind, dann aber auf einmal so aus. Being like, I don't know. I don't know if I want to do it. For real, what the f*** we're doing now is what? Getting started. What you just said. Getting started. We've had the f*** store for 4 million years. Literally. Are you on drugs? You're complaining about tile on the floor? You can't even do the buying on time. Es wird geflucht ohne Ende, die Musik versucht das Ganze aber wirklich nochmal ganz dramatisch zu unterstreichen, damit diese Emotionen auch wirklich beim Zuschauer ankommen, und jeden noch so schlimmen Moment muss man unbedingt mitschneiden und am besten im Schnitt auch nochmal so umdeuten, dass es noch einmal wilder hervortritt, als es eigentlich der Fall war. Aber das ist nicht exklusiv für den amerikanischen Markt reserviert. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Sendungen wie Keeping Up with the Kardashians, die wir hier eben gesehen haben, dem Reality-TV-Zeug von RTL ja fast schon als High-Class-Entertainment-Format aus den Staaten gegenüberstehen. Denn in Deutschland ist das Ganze bekanntlich noch viel weiter entglitten. Hier will man nicht nur Streit und Drama, sondern setzt auf größtmögliche Entgleisung aller, aber wirklich aller gesellschaftlicher Normen. Die Aufgabe: Aus jedem Team rennt einer zur Cocktailbar, gibt sich einen Drink in den Mund, rennt zurück zum Start und spuckt die Brühe in den Behälter. Dann rennt der zweite los und macht dasselbe, bis alle Zutaten im Behälter sind. Und dann muss das Team seinen Behälter gemeinsam austrinken. Mitrige Paul haben daran teilgenommen und sind schnell dicke Freunde geworden. Als ihre Mütter sie abholen wollen, nimmt der Tag eine ungeahnte Wendung. Was macht ihr da? Nix.
keinen Weg durch das Leben. Da kommen Kreuzungen und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du willst. Das hat gut getan. All die Quäler, immer wieder, kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, nein, es wird schwerer. Du musst ihn meistern, den nächsten Schritt. Ah, du Schwein! Gerade lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und für immer. Wie, du Also für mich ist es einfach unbegreiflich. Kleine Kinder sollen Doktorspiele schauspielern. Wobei ich mich frage, was die eigentlich glauben, was sie da gerade machen. Und erwachsene Männer hampen Bäume oder Frauen an wie in irgendeinem schlechten Porno. Oder müssen, weil es besonders geil ist, Spucke-Cocktails trinken. Hier ist mittlerweile alles verloren, würde ich sagen. Warum aber schaut man sich sowas dann freiwillig an? Professor Klaus Neumann-Braun, Ordinarius für Medienwissenschaft an der Universität Basel, begründet es dabei ganz simpel wie folgt. Beim Zuschauer wird der Eindruck erweckt, in diesen TV-Sendungen spiegle sich das authentische Leben. Dies wiederum befriedigt die Neugierde und die Sehnsucht, durch ein Medienfenster schauend an der Welt anderer Leute wirklich teilhaben zu können. Mittlerweile zeigt sich in neuesten Untersuchungen sogar, dass es keine große Rolle spielt, ob dem Zuschauer klar ist, dass die Sendung geskriptet, also mit Drehbuch erstellt worden ist, oder ob diese tatsächlich real sind. Der Zuschauer kann sich selbst über die Protagonisten erheben und besser fühlen, denn schließlich würde er ja selbst niemals so handeln. Was auch nicht so schwer ist, denn mir fallen in der Realität jetzt nicht so viele Menschen ein, die wild Bäume anspringen und sich scheinbar sexuell an ihnen befriedigen. Ich sag nicht, dass es so etwas nicht in irgendeiner Weise geben könnte, aber es wird in diesen Sendungen in einer Art und Weise dargestellt und durch die mediale Verbreitung quasi schon normalisiert, dass man sich fragen muss, ob das wirklich so sein sollte, aber dazu kommen wir dann später nochmal. Allerdings trifft dieser Punkt dann eben auch eine weitere Emotion, nämlich die ja der Freude, denn auch Belustigung über die grotesken Themen und scheinbar komplett weltfremden Teilnehmer und Schauspieler spielt eben eine wichtige Rolle in der Begründung, warum diese Formate geschaut werden. Und damit eben auch jeder die Chance hat, sich wirklich besser zu fühlen durch diese Reality-TV-Formate, strahlt RTL das Zeug auch 24/7 aus. Ich meine, schaut euch mal diesen Sendeplan für Samstag, den 18. Juni 2022 an. Von 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends erstmal durchgehend der Blaulichtreport, wo Fake-Polizisten, Sanitäter und Co. in nachgestellten Fällen begleitet werden. Also Reality-TV in Reinkultur. Danach noch ein paar Promi-Magazine und zur Primetime wechselnde Reality-TV-Formate wie DSDS, das Dschungelcamp und Co. Wir kennen sie ja alle, ob nun durch Sehen oder Lesen. Oh, und damit ich es nicht vergesse, am Ende lohnt sich das Ganze für den Sender natürlich auch noch. Und zwar nicht zu wenig. Der ehemalige RTL-Chef Helmut Thoma hat das Konzept ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Da werden im Grunde einfach Messis abgefilmt und es braucht dafür noch nicht mal ein Produktionsstudio. Billiger wäre es nur noch, das Testbild zu zeigen. Ich nehme an, viele von euch werden sich jetzt denken, wahrscheinlich so sitzend, denn es ist mir doch alles völlig egal. Ich weiß doch, dass das Fake ist. Ich mach da nur ein wenig mich über die Leute lustig und dann ist auch gut. Ich meine, was soll schon groß passieren? Tja, damit wir das genau verstehen, müssen wir uns noch kurz über das sogenannte Media Priming unterhalten. Wer sich schon mal ein bisschen mit Verhaltenspsychologie auseinandergesetzt hat, der wird sicherlich über die Worte Framing und auch Prime bzw. Priming gestolpert sein. Wobei uns heute vor allem Letzteres wichtig ist. Nein, nicht Amazon Prime und auch nicht Optimus Prime. Wir reden von dem psychologischen Priming bzw. auf Deutsch Vorbereiten. Gemeint ist damit recht simpel, dass man durch etwas oder jemanden mittels suggestiver Reize manipuliert wird. Das kann ganz harmlos im Alltag passieren, zum Beispiel wenn ein Kind eine Süßigkeitentüte neben einer roten Bank sieht und beim nächsten Mal, wenn es an der roten Bank vorbeigeht, an Süßigkeiten denkt. Priming wird auch für die Hundeerziehung genutzt, indem zum Beispiel gewisse Verhaltensweisen mit dem Geben von Leckerlis verknüpft werden. Der Hund weiß also, benehme ich mich aus Sicht des Menschen natürlich gut, bekomme ich Leckerlis. Das ist harmlos und teils auch offensichtlich. Wer es allerdings möchte, kann sich dieses unterbewusste Verhalten jedoch auch schadhaft zunutze machen. So verwenden Supermärkte und große Kaufhäuser Musik mit der Absicht, Konsumenten zu mehr Ausgaben, gezielten Käufen oder längeren Aufenthalten zu verleihen. Musik kann sogar in Bezug auf den Supermarkt die Auswahl bestimmter Lebensmittel basierend auf ihrer Herkunft beeinflussen. Also läuft französische Musik, kaufen Leute mehr französischen Wein, bei spanischer Musik mehr spanischen Wein und so weiter und so fort. Ihr könnt es euch denken. In diesem Video von
von Ultralativ erfahrt ihr mehr darüber, wenn euch das Thema Priming generell interessiert. Ich lege es euch auf jeden Fall ans Herz. Beim Media Priming geht das Ganze noch einen Schritt weiter. Hier ist es ein Kollektiv, welches für eine Beeinflussung sorgt. Entsprechend dem Wort wurde das Ganze erstmals in Verbindung mit den Medien, also der sogenannten vierten Gewalt, untersucht und auch bestätigt. Demnach kann eine flächendeckende Berichterstattung über zum Beispiel Umweltschäden, die noch dazu über Monate anhält, dazu führen, dass in der Bevölkerung nach und nach sowohl das Interesse an dem Thema als auch die direkte individuelle Auseinandersetzung damit steigen. Das ist das Media Priming. Wenn nur noch eine Deutungsrichtung vorgegeben wird, also zum Beispiel, dass diese Schäden schlecht sind und man gewisse Maßnahmen ergreifen müsse, was ja ein Konsens ist, dann kommt auch noch das Framing hinzu, also das Einwerten des Erklärten in einen vorgegebenen Frame, zu Deutsch Rahmen. Auch das passiert meist unterschwellig. Wozu führt das im vorgenannten Fall beispielsweise? Ganz einfach, dass wir alle unsere Politiker mehr und mehr nach ihrer Leistung im Bereich Umweltschutz beurteilen und basierend auf dem Ergebnis unserer Bewertung auch Wahlentscheidungen treffen. So zumindest lautet das Ergebnis der Studien, die das Media Priming untersucht haben. Ganz aktuell sehen wir dieses Phänomen auch in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, denn gegenwärtig werden Politiker vor allem daran bemessen, wie aktiv sie sich für die Ukraine einsetzen, welche Maßnahmen sie dafür ergreifen und wie sie in der Vergangenheit sowie auch aktuell zur Bundeswehr standen bzw. stehen. Diese durchaus recht oberflächliche Betrachtung des Media Priming soll uns für dieses Video erst einmal reichen, damit wir im Folgenden verstehen können, wie Reality TV uns alle beeinflussen kann, und zwar, das ist nicht zu wenig versprochen, zum Schlechteren. Ich nehme an, die ersten von euch werden jetzt mittlerweile schon 1 und 1 zusammengezählt haben. Nichtsdestotrotz erkläre ich es euch jetzt noch einmal für die, die es noch nicht so ganz verstanden haben. Aber ich glaube, der Groschen würde in den nächsten Minuten auch beim allerletzten gefallen sein. So wurde zum Beispiel in einer Studie an der University of Tennessee der Zusammenhang zwischen Entscheidungen von Menschen nach dem Konsum von Reality-TV-Sendungen untersucht, die sich mit dem Thema der Schönheits-OP beschäftigt. Eine Testgruppe wurde solchen Sendungen ausgesetzt, zwei weitere Kontrollgruppen nicht. Nachdem die Zuschauer also auf die Schönheits-OPs geprimed wurden, hatten sie gegenüber den Kontrollgruppen in einer Befragung nach dem Konsum der Sendung das Gefühl, dass Eingriffe dieser Art auch chirurgisch Vorteile in Bezug auf Selbstvertrauen, Außendarstellung, Zufriedenheit und Attraktivität hätten und bewerteten diese deutlich positiver als zuvor. Darüber hinaus gaben sie an, davon auszugehen, dass man nach Schönheits-OPs mehr Chancen auf den Beziehungs- und Jobmarkt hat. Physisch unattraktive Personen wurden als benachteiligt in sozialen Beziehungen gesehen. Noch dazu hat man Risiken durch Schönheits-OPs nach dieser Befragung als deutlich geringer eingeschätzt als zuvor. In einer weiteren Studie, diesmal von der University of Arkansas, wurde untersucht, inwiefern aggressives und fragwürdiges Verhalten in sozialen Netzwerken und anderen medialen Inhalten, also auch Reality TV, auf Konsumenten überspringen kann. Es zeigte sich, dass der Konsum, und das ist wirklich interessant, von aggressivem Verhalten bei einem selbst zu gesteigerter Aggressivität in ähnlichen Situationen führen kann. Also auch hier findet ein Priming durch die gesehenen Inhalte statt und wir selber übernehmen es, unterbewusst oder bewusst. Damit noch nicht genug, wurde in einer anderen Studie von Springer Nature demonstriert, dass regelmäßiger TV-Konsum von vor allem Sendungen mit seichten Inhalt wie Reality-Shows, und jetzt wird's richtig hart und ich glaube, das werden einige von euch nicht cool finden, das Gehirn schrumpfen lassen. Kein Joke. Das ist wirklich so, ich mein's ernst, kein Scheiß. Die Studie lief über 20 Jahre und ist somit keine nebensächliche Studie und zeigt, dass sich die graue Masse, der Frontalkortex, der Hippocampus und der entorhinale Kortex verkleinerten und die Probanden eher an die Minzlippen. Solltet ihr also das ein oder andere Mal etwas vergessen und Reality-TV auch konsumieren, dann denkt vielleicht mal drüber nach. Könnte es sein, dass eure Vergesslichkeit mit eben diesem TV-Format zu tun hat? Wer weiß. Ihr glaubt außerdem, das war's jetzt schon? Weit gefehlt. Da kommt noch was. In Tests hat sich gezeigt, dass Leute, die vor dem Absolvieren eben jenen Tests Geschichten von dummen Verhalten hörten oder sahen, schlechter abschnitten als Kontrollgruppen, welche dieselben Geschichten lasen oder sahen, aber ohne den Teil des dummen Verhaltens. Noch dazu hat der Bundesfachverband für Essstörungen durch eine IZI-Studie herausgefunden, dass für gut ein Drittel aller in Behandlung befindlichen Patienten, die an Essstörungen leiden, Reality-Shows wie zum Beispiel Germany's Next Topmodel mit Schuld sind. Das Ganze kann ins Unendliche fortgeführt werden und am Ende muss man nicht nur sich selbst, sondern auch andere Menschen im Auge behalten. Ich meine, was sollen denn Kinder, die deutlich schlechter reflektieren können, die ebenfalls RTL konsumieren, von diesem Verhalten lernen? Black and white. And black and white. That's who you are, my shining light, my shining star.
kann ein Kind bereits so weit differenzieren, dass ihm klar wird, dass das nicht die Realität ist, wenn das nicht einmal jeder Erwachsene schafft? Was ist, wenn sich eben an diesem Verhalten ein Vorbild genommen wird? Schließlich sieht man es ja im Fernsehen und Priming führt hier zu falschen Idealbildern, Nachahmungen und Anpassung dessen, was als real wahrgenommen wird. Noch dazu, weil es eben Reality-TV heißt, obwohl es mittlerweile nichts anderes mehr ist als ein Laienschauspiel mit Themen, die vermeintlich aus dem realen Leben gegriffen sind. Reality-TV ist am Ende also vieles, aber definitiv nicht real. Viel schlimmer als Reality-TV geht's am Ende also nicht wirklich. Ich für meinen Teil schaue bereits seit Jahren kein Reality- oder Trash-TV mehr, geschweige denn lineares Fernsehen. Es gibt mir am Ende des Tages aber nichts. Ich schäme mich extrem fremd, mir tun die Leute leid, die da mitspielen und sich der Folgen gar nicht bewusst sind. Und ja, es tut auch meinem Hirn einfach extrem weh. Und wie wir gelernt haben, sogar wortwörtlich, denn es würde fucking schrumpfen. Was die Menschen angeht, muss man sich einfach auch im Klaren sein. Es ist ja nicht nur der Konsument, sondern wie wir vorhin auch gesehen haben, was ist mit diesen minderjährigen Kindern, die da Szenen nachstellen, die Dinge beinhalten, mit denen sie eigentlich nicht konfrontiert werden sollten. Und die müssen das auch noch schauspielern. Ich kann mir das nur vorstellen, wie absolut schräg dieses Casting stattgefunden haben muss. So, hey, wollt ihr eure Kinder zur Verfügung stellen, damit die so kleine Doktorspielchen vor 11 Millionen Menschen Publikum in Deutschland machen? Oh ja, das hört sich gut an. Lass doch mal hier Lissy und Klein Karl, die nehmen wir, die packen wir dahin und dann zieht er ihr das T-Shirt hoch und hört heimlich an ihrem Bauch. Und dann kommen wir alle angerannt und sagen so, zieh dich aber mal ganz schnell an. Was denkt denn dieses kleine Kind eigentlich, dass das gerade geschauspielert hat und nun einem Erwachsenen ausgesetzt ist, der zu ihm sagt, lass das, mach das nicht. Was verarbeitet das jetzt im Kopf? Was denkt es jetzt über diese Situation? Welche Schlüsse zieht es daraus? Was glaubt es, gerade getan zu haben? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich bin als Kind nicht mit solchen Dingen konfrontiert worden und ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich was Gutes ist. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass einige dabei gut abschalten können oder es sogar als bewusst lustig sehen und damit eine Begründung finden. Wenn man aber einmal darüber nachdenkt, dass hier Unternehmen Geld damit verdienen, Leute auszunutzen und ihren Bildungsauftrag aber sowas von komplett in die Tonne zu treten, dann hört für mich hier der Spaß auf. Menschen wird ein völlig falsches Bild der wirklichen Lebensrealität gezeigt. Kinder und Heranwachse glauben, dass asoziales Verhalten zu Bekanntheit, Geld sowie Aufmerksamkeit führen kann und Zuschauer und Zuschauerinnen verdummen wortwörtlich mit jeder Sekunde, die sich solche Sendungen anschauen. Bewiesenermaßen wohlgemerkt. Mal ganz davon zu schweigen, dass der Konsum dieser Formate komplette Zeitverschwendung ist und Zeit ist bekanntlich das Wertvollste, das wir haben. Leute, ehrlich. Lest ein Buch, trefft euch mit Freunden, schaut eine Doku oder wenigstens einen Spielfilm. Geht spazieren, schwimmen, macht Sport oder sonst irgendwas. Aber bitte, bitte, bitte unterstützt nicht die Macher dieser wirklich schlechten Amateur-Schmuddelfilmchen, deren Schauspielqualität auf dem Niveau von Schulaufführungen ist. Wobei, ich glaube, das ist eine Beleidigung für jede Schulaufführung, wenn ich das so sage. So Leute, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal in Essig abkochen gehen und danach mit Desinfektionsmittel einreiben, denn ihr glaubt gar nicht, wie viel Trash-TV ich über die letzten Tage konsumieren musste. Und glaubt mir, das ist wirklich das Letzte, das ich jemals wieder freiwillig tun werde. Wer mir ein wenig Schmerzensgeld in Form eines Abos oder Likes da lassen will, dem bin ich herzlichst verbunden. Lasst auch gerne unten einen Kommentar da und sagt mir, ob ihr so etwas konsumiert, wie ihr dazu steht und ja, wie ihr das findet oder wie auch dieses Video gefunden habt. Checkt gerne auch meine anderen YouTube-Kanäle in der Videobeschreibung aus oder schaut mal in meinem Stream vorbei. Da reagieren wir auch hier und da nicht auf Trash-TV, so viel kann ich sagen, aber auf die eine oder andere inhaltsvolle Dokumentation oder ein anderes Video, was zumindest mehr Inhalt hat als Reality-TV. Bis dahin, Leute, haut rein. Ich bin damit aber erstmal raus.